So. Okay, wenigstens gehst du jetzt mal dahin. Und da kann ich wenigstens dann vernünftig herausfinden, was ich gegen dich machen soll. So, genau, verschwinde. Oh, nein, 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 jetzt kommt wieder Wasser. Obwohl, das kommt gleich erst, genau jetzt. Jetzt haben wir wieder ein großes Überflutungsproblem. Und wisst ihr was? Wenn ich jetzt Game Over gehen sollte, werde ich euch den Weg zu diesem Drachen auch nochmal ersparen. Na gut, ich habe zwei Versuche jetzt für diesen verdammten Drachen. Das einzige Problem ist jetzt nur dieses Wasser, die Wasserspeier und die scheiß Fledermäuse und die feinen Böen. Was mir hier wirklich problematisch werden könnte. Und deswegen, Beeilung, okay, nehme ich jetzt die Dolche einfach mit. In dem Fall kann ich gerade nicht anders, als das mitnehmen, was mir hier gerade über den Weg kommt. So, okay. Und deswegen, ja, das war sehr dumm, ich weiß. Ich weiß, du... Leute, da spiele ich mich gerade wirklich ein bisschen auf. Muss ich echt zugeben. Und dabei habe ich gedacht, ich bleibe wenigstens noch halbwegs ruhig, aber das geht gerade nicht mehr. Wenn diese Scheißviecher mir hier den Weg versperren und das gerade mehr als unfreundlich ist. Okay, ich könnte hier Alucard benutzen, um abzukürzen. Wisst ihr was, das mache ich jetzt auch. Ist mir scheißegal. Ich habe keinen Bock, jetzt nochmal diesen Weg hier laufen zu müssen. Okay, das kann jetzt dauern, bis Alucard wieder normal wird. Ich wechsle einfach mal. So, das klappt wenigstens. Na also. Okay, ich habe nur noch diese Passage vor mir, bis ich dann meinem Gegner nochmal gegenüberstehen muss. Und ich hoffe, dass ich das mit diesen paar Herzen so weit bewältigen kann. Ich muss nur dahin kommen, ich muss nur dahin kommen. So. Okay, Leute. Ich habe jetzt Angst. Ich habe mehr Angst als alles andere gerade, dass ich irgendwie noch ins Wasser fallen könnte. Und deswegen hoffe ich, dass das nicht mehr passiert. Oh, bitte, bitte, bitte. Na Gott sei Dank. So, Drache. Jetzt kannst du gerne aus dieser Scheißwand da rauskommen und mir gerne hier Schaden machen. Diesen Schaden nehme ich nämlich gerne. Aber nicht so! Das gibt es nicht. Das gibt es echt nicht. Ich hätte nur... Na gut, Leute, wir sehen uns auf jeden Fall noch mal in der vierten Passage. Ich krieg den auf jeden Fall noch, Klein. Ich krieg ihn noch. Auf ein neues, Leute. Diesmal habe ich sogar ganz knapp geschafft, noch mit diesem einen Leben diesen Gegner zu überstehen. Aber ich glaube, ich werde gleich sowieso scheitern. Ja, spätestens beim Boss. Aber ich will trotzdem gucken, wie... Okay. Nicht sehr weit, aber ich habe immer noch mein Bestes versucht. So. Jetzt aber. Jetzt wird diesen Scheiß-Boss an den Kragen gehen. Na, so aber nicht. Das ist wirklich nervig. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil das doch etwas heftig ist mit diesen ganzen Gegnermassen hier. So. Das einzige Problem ist in diesem Fall eigentlich nur das Wasser. Und diese Scheiß-Fledermäuse. Mann, ich bin jetzt so weit gekommen mit so viel Leben und jetzt geht's hier an dieser... Leute, ich fühle mich gerade mehr als verarscht. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch gerade echt nicht, dass ich hier an solch beschissenen Sachen kläglich scheitere. Und deswegen muss das doch jetzt irgendwie anders bewältigbar sein. So. Alucard, wir müssen hier hochfliegen. Ob du willst oder nicht. Okay, und wunderbar. Einmal wechseln. Das hätten wir geschafft. So, wenn ich jetzt aber diese Scheißschlange gleich nicht bezwungen kriege, dann fange ich wirklich an zu schreien. Oder hier von so einem verdammten scheiß Wasserspeier irgendwie ins Wasser geworfen werde. Oder von dieser... Ich komme hier nicht voran. Ich krieg's einfach nicht hin, weil diese Gegner einfach so unberechenbar gerade auftauchen wollen. Das ist nervig. Okay, das war aber haarscharf. So. Auf ein weiteres. Ich darf gleich bei dem Gegner nur einen Treffer erleiden. Das ist mehr als scheiße. Vor allem so beschissen, wie der da aus der Wand kommt, da frage ich mich gerade echt, wie ich das bewältigen soll. Ja, das Einzige, ich darf nicht ins Wasser fallen. Na gut, versuchen wir es, Leute. So, und... Okay. So, er dreht sich Gott sei Dank nur im Kreis. Eigentlich ist er wirklich leicht. Und, na komm, bitte, 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 lass dich treffen, lass dich treffen. Ja! Oh, meine Güte. Leute... Wir haben es geschafft.
Ich bin überwältigt. Dass mir so ein Scheiß wie solche Probleme macht. Jetzt haben wir nicht der nächste Wegwert abgesperrt. Nee. Das Ding ist nur versunken. Aber wir sind jetzt bei Draculas Schloss angekommen. Ach du heilige Scheiße, ist das groß. Okay. Leute, jetzt geht der Spaß richtig los hier in Draculas Schloss. Ja, yep, da bin ich zumindest von überzeugt. Ja, mit nur einem Leben. Da werde ich wahrscheinlich eh nicht weit kommen. Aber gut. Schauen wir mal, wie weit wir hier kommen werden mit diesem einen einzigen Leben. Oh nein, Flohmänner überall. Moment, ich habe Äxte. Die benutze ich, um zu sterben. Scheiße. Oh, mit diesem Abgrund habe ich jetzt... da habe ich wirklich nicht aufgepasst. Das war jetzt wirklich fies. Au, das tat ein bisschen weh. Jetzt weiß ich aber auch echt nicht, wie ich die... Ja, toll, meine schöne Axt ist weg. Das heißt, ich werde gleich gegen diese Flohmänner so einen riesen Ärger am Hals haben. So, aber trotzdem kriegen wir das hin. Naja, das Einzige, was ich schaffen muss, ist hier zu überleben. Wobei, wenn ich hier mit Trevor... Okay. Der hat wenigstens nicht das Problem, dass er an dieser Wand hängen bleibt und dann sozusagen nicht drüber springen will. Hier sehe ich sowieso, dass ich Alucard hier bräuchte. Also in dem Fall werde ich erstmal warten, bis dieser Flohmann hier runterkommt. Damit ich ihn gleich beseitigen kann. Falls er überhaupt hier rüberkommt und sich überhaupt traut. Ja gut, so geht's auch. Wie auch immer er da jetzt durch den letzten Block fallen konnte, das weiß ich auch nicht. So, aber ich wechsle dann erstmal. Denn Alucard muss mir gleich zum Fliegen verhelfen. Ja, aber gut, so bin ich wenigstens froh, dass ich hier etwas mehr Leben habe. In diesem Level. Weil, wenn ich jetzt mal überlege, dass ich hier mit nur einem einzigen Leben hätte durchkommen müssen, was ich noch gar nicht kenne an diesem Level, dann wäre das echt schon wahnsinnig heftig gewesen. Wobei, jetzt bin ich gerade am Überlegen. Die Musik an sich kenne ich aber noch. Zumindest glaube ich das. Ich weiß gerade echt nicht mehr genau. Das liegt echt schon ein bisschen zurück, dass ich das zuletzt angerührt habe. Und so. Und deswegen... Eigentlich beim Schloss müsste auch alles gleich geblieben sein. Selbst wenn man Alucard dabei hat. Ich weiß es nicht. Scheiße. Naja, gut. So, jetzt muss ich gucken, dass ich da rüberkomme. Moment. Wozu gibt's Alucard? Um das Ganze ein bisschen zu beschleunigen. So. Lang lebe die Fledermaus. Die Fledermaus, die alles schafft. Okay, die Scheiße ist, dass ich mich jetzt schön von diesem Wasser, von diesen Tropfen habe erwischen lassen. Und wenn ich Pech habe, kann ich jetzt Alucards Fledermausfähigkeit jetzt nicht mehr benutzen. Wobei, ich denke mal, ab dem nächsten Raum ist das jeweils immer behoben sein. Oh nein, nicht die Flügelwächter. Und die habe ich ja auch vermisst. So. Okay, kommen noch mehr von euch oder waren das jetzt alle? Ja, es kommen natürlich noch mehr. Ah, Felsen! Okay, Alucard, schnell nach oben. Aber wirklich schnell. Bevor hier noch ein Ding dir auf den Kopf fällt. So, das war knapp. Okay, das Einzige, was jetzt noch etwas kritisch werden könnte, ist diese Flügelwache. Okay, das war haarscharf. So. Okay, Schleim ist verschwunden. Wobei mir die, ehrlich gesagt, noch ein bisschen aus Castlevania 2 in den Kopf hängen geblieben sind. Und dort waren sie auch sehr lästig. Muss ich nur gucken, wie ich das hier überleben soll. Und deswegen weiß ich gerade echt nicht, wie ich da jetzt... Toll, ich brauche die Axt. Ohne die komme ich hier echt so nicht voran. Also das macht gerade echt keinen Spaß, hier zu warten. Nein, das tut's echt nicht. So geht das echt nicht. Na super. Na gut, ich starte wenigstens an einen halbwegs angenehmen Ort. Naja, was soll's. Flügelwachen sind ja wenigstens noch harmlose Gegner. Die brauchen ja wenigstens nur einen einzigen Treffer. Und deswegen sind sie wirklich harmlos, auch wenn sie auch an lästigen Stellen auftauchen. Genauso wie beschissen diese Wesen hier runterfallen. Das ist mehr als unangenehm. So. Okay, jetzt schnell die Treppen hoch, Trevor. Dann sind wir hier auch schon mal aus dem Schneider. So, Gott sei Dank. Puh, haben wir nochmal Glück gehabt, Leute. Mit Trevor muss hier aber auch wirklich einiges über sich ergehen lassen. So. Ja, wenn diese wirklich lästigen Schleime nicht wären. So, aber jetzt. Na wunderbar.
Jetzt nur noch dieses Scheiß-Skelett loswerden. So langsam habe ich bald wirklich alle Gegner scheiße hier genannt, aber die sind wirklich teilweise lästig. Und durch diese verdammte... diesen Scheiß-Drachen... bin ich wirklich jetzt so aufgebraucht von diesem Spiel, dass ich hier wirklich bald alles so verfluche hier. Selbst die harmlosesten Gegner in diesem Spiel. In diesem Fall wären diese Skelette ja sogar einigermaßen harmlos. So, hier ist nichts versteckt, schade. Na, momentan will mir kein Gegner mehr was Brauchbares geben. Was haben wir denn da oben? Na, nur Herzen, schade. Wie sieht's mit Roastbeef aus? Auch nichts versteckt. Nichts? Na, nicht schon wieder. Obwohl, diese Fledermaus ist eigentlich leicht gewesen. Betonung liegt auf eigentlich. So, und wenn ich hier in dieser Ecke stehe und mit genug Äxten hier werfe, müssen diese Fledermäuse eigentlich sehr locker von dann gehen. Okay, oh, wo muss ich denn jetzt lang? Einer eine Ahnung, was ich jetzt hier machen soll? Ich bin gerade etwas überfragt. Ich habe keinen Bock, mich hier von diesen... Ah, ich muss nach oben, okay. Von diesen Felsen irgendwie tot erschlagen zu werden. So, reicht das wenigstens? Na also, danke Alucard, dass ich mit dir abkürzen kann. Also ja, bleibt mir aber einiges erspart. Weil das wäre bestimmt, denke ich mal, sehr übel, so an sich mit Grant oder so zu überleben. Oh, nicht noch mehr das Blue-Skelette. Oh nein, 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 hör auf, deine Spinnnetze nach mir zu werfen. Na, noch mehr. Okay, das war haarscharf. Oh nein, jetzt habe ich auch noch diese Raben. Okay, die Raben sind aber auch wirklich eines der wenigen ätzenden Gegner hier in diesem Spiel. Die auch wirklich... Aua! Ja, toll! Sehr... Oh Mann! Lass mich doch in Ruhe! Sehr ätzend sind. Ja, toll! Jetzt ist mir meine Fledermausfähigkeit abhanden gekommen und jetzt darf ich den ganzen Weg nochmal laufen. Toll! Alucard, du bist dann doch nicht so nützlich, wie ich dachte. Warum kannst du das nur für eine begrenzte Zeit einsetzen? Gerade wo man es am dringendsten braucht. So. Ach, verdammt, egal. Doppeltreffer. Ich habe ihn wenigstens auch noch erwischen können. So, und ich mache jetzt mit der Axt kaputt. Denn sonst würde ich da wirklich wahrscheinlich Jahre brauchen, bis ich den loswerden würde. Okay. So. Flohmann mit Axt loswerden ist immer noch am schönsten. Na gut, Leute, dann warten wir einfach mal, bis hier der Weg von den Tropfen freigemacht wurde. Denn anders komme ich ja sowieso nicht weiter. Obwohl, ich kann ja schon mal zur Alucard wechseln. Denn das werde ich sowieso schon mal missen. So. Okay, und Fledermaus. Und bloß weg hier. Na gut, das war ja noch angenehm. Naja, angenehm ist zwar was anderes, aber ihr wisst schon. Es ist etwas leicht zu bewältigen gewesen. Na gut. Okay, Fledermaus. Dachtest du, ich lass mich von dir nochmal hier so einfach in den Abgrund schubsen. Aber nicht noch ein weiteres Mal. Nein, so oft muss das echt nicht sein. Also so niedlich, wie Fledermäuse eigentlich aussehen können. Aber in diesem Spiel sind sie mehr als ätzend. So, jetzt muss ich nur gerade gucken. Drüber fliegen konnte ich eigentlich. Ich muss nur wirklich auf die Tropfen aufpassen. Dass ich da mich nicht nochmal... Oh, ich muss auch A drücken und nicht B. Dass ich mich da nicht nochmal so scheiße treffen lasse. Weil das tut dann erstens weh. Und zweitens geht das auch aufs Gemüt des guten Alucard. So. Und das muss auch nicht unbedingt sein, dass ich ihn hier so leiden lasse. Ich meine, er will Dracula auch in die Knie zwingen. Und deswegen ist es schon gut, dass wir ihn überhaupt dabei haben. Weil so habe ich wirklich eine halbwegs angenehmere Passage. Definitiv. Und deswegen will ich das diesmal bewältigen. Ja, wenn ich nicht wieder denselben Fehler machen würde wie vorhin. Nämlich mit in diesen scheiß Felsen springen. So, Alucard, flieg davon. Flieg, 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 soweit du kannst. So, zwei Treffer darf ich noch erleiden, okay? Das ist schon mal sehr gut. Solange es wirklich noch einige Treffer sind und... Scheiße, ich habe das Weihwasser. Jetzt hätte ich hier wirklich die Axt gut gebrauchen können. So, und... Ah, okay, diese Schleime sind dann doch wirklich kacke. Oder ich warte einfach mal, bis sie hier runterkommen. Das wäre definitiv dann doch etwas angenehmer gewesen, wenn ich das von vornherein schon gemacht hätte. So, brenne. Na gut, jetzt muss ich nur noch irgendwie bis zum nächsten Raum kommen.
Ich glaube, das werde ich wahrscheinlich nicht mehr überleben. Wobei, wie weit ist nochmal die Tür? Ich muss einfach nur aufpassen. Das ist das Einzige, was ich tun muss. Und möglichst mich hier nicht zum Ritter schlagen lassen. Nein, das muss auch nicht unbedingt sein. So, okay, die kann ich auch putzen lassen und danke für das Upgrade. So. Okay, Leute. Mit einem Herz wird es jetzt wirklich anspruchsvoll. Okay, jetzt kommt diese scheiß Fledermaus nochmal. Na gut, aber wenn ich hier in der Ecke bin, bin ich eigentlich sicher. Betonung liegt auf eigentlich. Weil wenn ich Pech habe, kann doch eine Fledermaus runterkommen und ich gehe einfach mal tot durch so eine scheiß Fledermaus. Ja, das kann dann durchaus auch noch passieren. Wie es in dem Fall gerade eingetroffen ist. Ach, scheiße. Wobei die Fledermaus eigentlich wirklich eines der leichtesten Bosse ist. Wenn nicht sogar der leichteste. Du scheiß Flügelritter, musstest mich auch nicht unbedingt gerade treffen. Naja. So.